Erstmal geht's auf in den Raum der Wünsche. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Und dann gucken wir mal. Wie wir mit der Hauptquest weitermachen. Hallo Professor. Wir können nicht reden. Schade. Ich will mal gucken. Natürlich. Dann habe ich glaube ich auch schon mal geguckt. Das können wir nicht machen. Nein, noch nicht. Okay, Astronomieturm. Was haben Sie jetzt vor? Ich finde es auch ohne die Markierung. Die Markierung ist nämlich etwas unzuverlässig. Es ruckelt wieder ordentlich in Hogwarts. Der Raum der Wünsche, der war doch irgendwo hier. Hier rüber. Oi, oi. Doch eine Schnellreise. Ich wäre ein fantastischer Treiber. Na, komm, stehe. Na, Raum der Wünsche, was jetzt mal laden. Öffne ich gleich mal die Karte. Sehr hilfreich. Okay, Markierung ist nicht mehr da. So, Einhorn. Ich würde es mal hier mal zu einem Flugwesen zu bringen. Auch wenn es kein Pegasus ist. So eine Reittiere mit dazu. Einhorn. Man hat eine bezogene Grenze erreicht. Verkauft die Wesen, also das kommt auch erstmal nicht in Frage. Vielleicht, wenn wir gezüchtet haben. Wir müssen aber wahrscheinlich früher oder später. Hier beim Phönix haben wir noch der Eck, genau zum Phönix. Das Einhorn kommt zum Phönix. Ich kann wieder auf den Balkon. Das ist ja mal. Das ist ja mein Ding. Gucken wir bisher noch nicht rauf. Stimmt, den Phoenix habe ich auch offscreen, nicht offscreen, sondern Aufnahme gefangen. Dann mit den schönen Phoenix hier. Schaut ihn euch an. Ein prachtvoller Phoenix. Hier kommt noch ein Einhorn dazu.
Jetzt wird sie erstmal gestriegelt und gefüttert. Was haben wir hier? Ein Einhornhaar? Einhornhaar und Phönixfeder. Hier werden die Zauberstabzutaten gesammelt, angebaut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Drachen hier drin. Dann haben wir die. Ich glaube, den können wir gar nicht fangen. Drachen können wir nicht reinpacken. Aber das wäre ultimativ, dann hätten wir hier eine Zauberstabfabrik. So, wir haben hier doch ein paar Niffler reingepackt. Ein paar groß geschrieben. Es müsste doch jetzt inzwischen. Es müsste doch geschlüpft sein, oder nicht? Niffler, wo seid ihr? Finden wir heraus. Könnten wir uns in der großen Halle treffen? Ich habe eine schwere Zeit hinter mir und brauche eine Freundin. Sofort. Kennst du Irondale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Dorin finden sollten, könnte in der Nähe sein. Niffler. Niffler, Niffler, Niffler. Merkwürdig. Sind doch hier nicht umgekommen oder was? Wo sind Papa Niffler? Ich habe in der Aufnahme doch einen. Hab euch doch hier hingepackt. Ach, da bist du. Papa Niffler. Ist aus der Geburt nichts geworden, oder was? Ach, der Niffler hat das, der hat die Bürste eingesteckt. Das ist ja lustig. So, hier Ball. Komm spielen. Man wird eher Akio machen. Ja, klar, ja. Ach, das ist das Niffler-Baby. Blut eines Nifflers. Ich hoffe, Papa nimmt es mir nicht zu übel. Wenn wir das kleine Niffler-Baby schon mal drüber nehmen. Schon mal den Käfig packen. Nicht den Käfig, sondern das ins Freilandgehege. Jetzt ist alles gut. Papa, ich muss noch ein bisschen hier bleiben. Wegen Mami. Die brütet gerade Eier aus. So,
alle füttern. Nein, wird jetzt nicht, aber... Ich passe auf dich auf. Eine Flabibi. Mama Knuddelmuff und Papa Mondkalb kümmert sich jetzt erstmal um dich, kleines Nüfflerbaby. Ich komme dann später nochmal wieder. Ich habe jetzt andere Missionen. Hey Deke. Oh, hier können wir neues bauen. Erstmal hier. Herrraune sammeln. Okay, das können wir nicht. Große Fortschritte gemacht. Danke, Dick. Nimm einen Fokustrank, bitte. Die dauert gar nicht so lang. Suche mal, wie Flussgras brauchen. Wahrscheinlich jetzt zu zum Trankzutat. Die Raune brauchen noch ein bisschen länger. Trank. Für den könnte man noch was gebrauchen. Für Unsichtbarkeitstränke. Das könnte interessant sein, aber da müssen wir Knütrichzweig anpflanzen. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ich nehme den gleich mal mit. Maximaltrank könnte auch ganz hilfreich sein. Zauberschaden des Trinken, das ist ja mal wertvoll. Ein Sturm. Optimalkeit für Zaubersprüche. Ein Zaubertrank, der Zauberschaden erhöht. Den brauche ich. Okay. Und ich würde gerne mal noch mal gucken, ob wir es irgendwie schaffen können, noch mal ins Büro des Schulleiters einzudringen. Und da ist noch mal umzugucken. Das wäre mal noch. Ich habe da nämlich auch ein Achievement entdeckt, was wir da noch mitnehmen könnten. Nati braucht unsere Hilfe, das dringend da jetzt Notgucks Realität. Freundschaft geht vor. So, wir haben doch dort sogar. Müssen da Flohsamen hier haben. Turms.
Ja, der Trophäenraum, der war ganz in der Nähe. Versuchen wir das als erstes. Ich sag ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Hier durch die Tür geht's hoch, genau. Ein bisschen beängstigend dieser Korridor. Rebellio. Oh, eine Motze. Ah, haben wir doch schon. Lumos. Komm mal mit. Das ist auf Stufe 2. Müssen wir nochmal wiederkommen. Diesen Rahmen. Okay, der geht uns. Okay, da müssen wir noch ein Rätsel lösen. Ich glaube, da brauche ich mal einen Schlüssel für. Mit Alumora. Danach sieht es nicht aus. Da ist eine Kiste drin. Sieht auch kein Hinweis auf ein Rätsel. Direktor Black ist sie nicht. Apothekenbeleg, Heiltrank gegen Furunke, ein Fläschchen. Aber wer war der glückliche Schüler, der das hergebracht hat? Okay, hier ist den Karium. Ja, nun Räumen können wir nicht rein. Brauchen wir erstmal Alohomora 2. Okay, wir kommen wieder, wenn wir Alohomora beherrschen. Nachdem wir die Megaismone gesammelt haben. Scheinbar ist Professor Black selten zu gehen. Weshalb wir hier einfach reinspazieren können. Okay, was soll der Nebel hier? So, auf zum Natti. Ich komme. Jetzt gehen wir mal vom Schuldirektorbüro. Bisschen große Halle runter. Jetzt haben wir mal den Weg, den der Schulleiter mal gehen muss. In die große Halle gehen will. Sein er appariert. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie. Ich weiß nicht, ob Schulleiter Black dazu in der Lage ist,
Dumbledore konnte das, der konnte innerhalb von Hogwarts apparieren. Weiß nicht, ob das ein Ding ist, was allen Hogwarts-Schulleitern zustand. Aber ja. Bisschen Gedanken wert. Und wenigstens läuft gerade alles flüssig. Jetzt nicht callen sollen. So wie ich es gecallt habe, läuft es nicht wieder. Wirklich. Ah, die Stundenbläser. Es ist, ich hätte es nicht sagen sollen. Kurz mal ins Inventar gespäht. Ah, hier haben wir noch eine Hausmarke, zwei Hausmarken. Müssen wir auch noch abliefern. Nati. Manche Tage sind schwieriger als andere. Eine Freundin als Zuhilfe. Ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Patz, patz. Tut mir leid, Nati. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Du hast so viel getan. Tatsächlich sind viele meiner guten Tage nur deinetwegen gut. Die schlimmen Tage allerdings. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Ja, Nati, wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Das war doch das Mindeste. Mit dem, was uns Nati schon alles geholfen hat. Und die Hufflepuff-Banner hängen gar nicht mehr. Hat die Schulleiter nicht, nicht befohlen, dass sie hier... Sie Hufflepuff... dann hängen sollen. Decke der große Halle. Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Es müsste hier der Ravenclaw-Tisch, nein, der Gryffindor-Tisch. Erster Hufflepuff-Tisch. Schade, dass wir hier nicht uns hinsetzen können, mal ein bisschen was essen können. Liebe Schüler, Hufflepuff gewinnt das Pokal. So. Wo geht's jetzt hin? Schauen wir mal in die Quests. Questerinus. Letzte Tower und der Stein. Okay, die Beziehungsquest würde ich mal sagen. Die kann ich morgen oder am Donnerstag machen. Jetzt machen wir mal noch. Jetzt fangen wir zumindest nochmal die Hauptquest an. Ich schließe mal so noch ab.
Das wäre ein gutes Ding für heute noch. Nehmen wir in die Richtung. Wie weit ist das denn, was wir hier haben? Na toll, wird mir jetzt auf die Karte nicht angezeigt oder was? Und den Eingang zur Mine. Was wird mir hier angezeigt? Ich schätze mal, mit den Berg können wir nicht drüber fliegen. Müssen wir ein bisschen den Umweg nehmen. Um den Berg herum. Na komm, ist noch über Nebenquests. Ich fliege jetzt dran vorbei. Oh je. Das ist wieder eine Blockade, muss hier wieder. Manchmal besteht ein Gefängnis nur aus Mauern. Ich muss hier wieder Sachen finden, die. Ich muss wieder durch in die Burg durchkommen. Bekämpfung. Okay. Auf dem Mini-Web kann man es ganz gut sehen. Hier werden wir irgendwie momentan zumindest noch abgewehrt. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Sache. Sieht aber leider sehr danach aus. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Als ob das schon mal irgendwas. Als ob dich das schon mal davon abgehalten hat. Ein Zugriff mit Besen bereitet hier. Aha, ein Zippo-Greifer. Ah, ja, hier sind, Die ganze, ach so, ich hab's gewusst. Ja, wir müssen, das ist natürlich, ja. Machen wir mal eine Schnellreise. Das hätte ich mir aber sparen können. Das war ein bisschen, ja.
Das war nicht unbedingt nötig. Müssten ziemlich davor stehen. Hier ist ein Eingang. Das ist eine Mine. Denkt man, hier sind wir richtig. Renrocks Anhänger könnten sich hier herumtreiben. Ich sollte vorsichtig sein. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Und das ist eine Falle. Suche Lodgok. Was für eine riesige... Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Renrocks Anhängern. Ich muss gut aufpassen. Angriffsgeliste Verteidigung. Was bringt's nämlich da durchzuschleichen? Ist ja selbst effektiv. Rebellion. Weniger spannend. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Ui. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Spannend dann dazu. Müssen wir so gesteuern. Was nicht? Wie tief es wohl hinabgeht? Nein, steuern müssen wir bisher nicht. Das davor muss das Ende sein. Cool. Revelio. Mal ein kleines Feuerchen machen. Okay, wir kommen am dümmsten dorthin. Da oben müssen wir hin. Okay, und hier müssen wir da hochkommen. Revelio. Unten gang ich noch auf. Natürlich. Ich muss mal wieder verkaufen gehen.